Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach den Klängen von Samir Essabi und seiner Band mit Tanfik Essabi, seinem Bruder Jörg Heiniger an der Gitarre und Claude Münig am Bass, darf ich Sie ganz herzlich zur Eröffnung der Ausstellung Karama, die arabischen Revolten und ihre Folgen begrüßen. Ja, vor 2 Jahren, da ist die arabische Welt in Aufruhr geraten. Wie bei einem Domino-Effekt gingen auf einmal in ganz vielen arabischen Staaten Menschen auf die Straße. Schlechte Zukunftsperspektiven, Korruption und Unterdrückung, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, große Unterschiede zwischen Reich und Arm, kein Zugang zu echter politischer Beteiligung und auch das Fehlen fundamentaler Rechte für Frauen, aber auch für Männer, das waren natürlich schwerwiegende Missstände. Und diese trieben vor allem gerade junge Menschen in Nordafrika, im Nahen Osten und auf der arabischen Halbinsel auf die Straße, um gegen ihre Regierungen zu protestieren. Unsere Ausstellung trägt den Titel Karama. Karama ist ein arabisches Wort und bedeutet auf Deutsch Würde. Für die Würde zu kämpfen, ein Leben in Würde führen zu können, das ist das, was viele Menschen eint, diese Forderung, die auf die Straße gehen. Und dieser Prozess ist in vollem Gang. Heute ist es ja genau 2 Jahre her, dass in Ägypten die Unruhen ausgebrochen sind. Ich habe noch die letzten News gelesen, also dort ist ein Riesenprotest wieder im Gang. Es sind soll schon wieder bis zu 60 Verletzte gegeben haben. Also das Thema bleibt top aktuell. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend eine junge Frau aus Tunesien bei uns haben. Denn in diesem Land ist im Dezember 2010 ist dieser Umbruch ausgebrochen. Auslöser war eine sehr tragische Geschichte, nämlich die Selbstverbrennung eines jungen Mannes, eines Gemüsehändlers, der vom Staat und den Organen so schikaniert sah, dass er zu einer Verzweiflungstat griff, sich mit Benzin übergoss und anzündete. Mohamed Bouazizi, wie er hieß, der erlag dann 3 Wochen später an den Folgen dieser Tat. Und das führte zu einer Welle der einerseits der Solidarität gegenüber Bouazizi in Tunesien, auf der anderen Seite auch zu einer heftigen Welle der Empörung. Die war so heftig, dass sich der Staatspräsident am 14. Januar gezwungen sah, fluchtartig das Land zu verlassen. Man muss sich vorstellen, der Präsident Ben Ali hatte vorher das Land 24 Jahre lang eisern regiert. Die Jasmin-Revolution, wie sie auch genannt wurde, feierte damit einen wichtigen Sieg. Das Land war befreit. Was die Jasmin-Revolution in diesem Land ausgelöst hat und vor allem auch in welcher Situation sich Tunesien heute befindet, genau das erzählt uns heute Abend Jalila Sakri. Die 28-jährige Journalistin arbeitet als Reporterin für das tunesische Staatsfernsehen und ist eigens für die Ausstellungseröffnung in die Schweiz gereist, worüber ich mich sehr freue. Dass sie zielsicher ist und ihr auch die großen Würfe liegen, hat sie übrigens im Jahr 2004 bewiesen. In diesem Jahr ist sie nämlich tunesische Staatsmeisterin im Speerwurf geworden. Jalila Sakri, je vous souhaite la cordiale bienvenue à Berne et je me réjouis de pouvoir vous compter parmi nous ce soir. Bonsoir. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis ravie d'assister avec vous à cette exhibition et de vous parler un petit peu de la révolution tunisienne qui a été le précurseur des révolutions qui ont suivi, appelées le printemps arabe. Tout a commencé à Sidi Bouzid. Sidi Bouzid, c'est une ville située dans le nord de Tunisie, là où le Mohamed Bouazizi s'est immolé par dépit après que la police municipale lui ait confisqué sa marchandise. Ce fut le déclenchement de la révolution et du soulèvement du peuple
qui a forcé Ben Ali à s'évader et à quitter le pouvoir et le pays. Avant le 14 janvier, les médias tunisiennes s'étaient suivis la ligne gouvernementale et rapportaient son rapproche critique les activités du président Ben Ali, déchu et de RCD qu'il a parti au pouvoir. Face à cette censure, au manque de couverture par les médias nationaux, la lutte se fait également par l'Internet et le Facebook. Et pour lutter contre ce phénomène, les autorités tunisiennes surveillent Facebook et bloquent certaines pages, mais les jeunes se défient en organisant les manifestations, bien sûr via Facebook. 2 ans après la révolution, les conditions de vie en Tunisie ne se sont pas toujours améliorées. Le taux de chômage est toujours enlevé et le coût de la vie a augmenté. Le remaniement ministériel n'a pas eu lieu et les citoyens croient qu'il n'y aurait aucune élection avant janvier 2014. Pourtant, tous les espoirs étaient posés sur cette fameuse révolte qui a libéré le pays et de ses chaînes. 2 ans après la révolution, on est la Tunisie, on cherche encore la Tunisie. Les gens sont au bord de l'explosion à cause de la cherté de la vie. La rédaction de la Constitution n'est toujours pas terminée, alors que le Tunisien attend depuis 1 an. La confiance s'est rompue entre politiques et Tunisiens. Les conditions de vie n'ont pas évolué. Le pouvoir d'achat a baissé, mais le peuple n'est plus le même. Vous connaissez que la Tunisie n'a pas fini d'accoucher la révolution. Cette période de difficulté que traverse le pays est donc tout à fait normale. Aucun accouchement ne peut se faire sans douleur. Le bébé a été conçu et la grossesse est arrivée à son terme. C'est le plus important. Au contraire, on est très optimiste pour l'avenir de notre pays. Le plus dur a été fait. La page Ben Ali est définitivement tournée. Et Nahda, le grand vainqueur des élections législatives, est chaque jour un peu plus accusé par ses détracteurs de vouloir mettre la main sur tous les leviers du pouvoir avant d'assurer lors des prochaines élections. Ils sont maintenant dans toutes les autres sphères de l'État. Aucun sentiment d'échec d'avoir aux besoins des personnes brisées ou des objectifs de la révolution en cours, ou toute responsabilité nationale dans la critique de transition que le désir de perpétuer les privilèges malgré une situation désespérée n'accepte pas nouvelle récession. Navir Troïka va sombrer bientôt à commencer opportuniste. Le TALF, c'est un parti politique. L'absence de censure, de consensus sur les programmes menace de quitter avant de se noyer et leurs yeux sur les gains supplémentaires dans les prochaines élections, c'est l'autorité par la renaissance et la fausseté des autres pauvres agents. Plusieurs questions n'ont pas encore été résolues. Les jeunes souffrent toujours en chômage et de la marginalisation. Belle promesse et avenir de rêve était au programme de la campagne menée par le grand vainqueur des élections législatives, Ennahda, et les autres partis politiques. Mais rien n'y a fait. La situation économique et sociale actuelle du pays est au plus bas. Aucune modification, ni les dates des élections ministérielles et de rien. La Tunisie entre dans une bataille constitutionnelle, étape, et en attendant que se termine cette interminable phase de transition. Peu importe ce qui se passera maintenant, cela ne peut pas être pire que ce qu'on a vécu avec Ben Ali. Il était au pouvoir. Honnêtement, après la révolution, on a vécu la liberté, la démocratie. On peut parler vraiment librement dans les plateaux télévisés. On peut se manifester. De nombreuses parties apparaissent dans la scène politique. Aujourd'hui, on découvre la Tunisie sous son vrai visage, sans carte postale. Et en espérant que les conditions de vie allaient s'améliorer, on s'attendait à ce que le chômage s'effondrerait et on espérait enfin pouvoir rêver et de meilleures conditions. Et nous espérons aussi que l'Union européenne, afin de faciliter les procédures nécessaires pour la,
pour le peuple tunisien récupéré largement pillé par Ben Ali. Merci à votre attention. Merci beaucoup, Jalila Sakri. Merci. Merci. Wenn Sie noch mehr über Jalila Sakri und die Jasmin-Revolution erfahren möchten, dann haben Sie bereits nächsten Montag Gelegenheit dazu. Sie wird nochmals im Käfigturm auftreten, nächsten Montag um 19 Uhr. Sie können sich auch noch Plätze reservieren, hier zu finden in unserem Programmheft die Adresse dafür. Nun, die Entstehungsgeschichte der Revolution und ihre Folgen, das ist ein wichtiger Teil dieser Ausstellung. Ein anderer, zweiter wichtiger Teil geht der Frage nach, wie eigentlich unser Land, die Schweiz, auf diesen Umbruch reagiert hat und wo wir auch direkt betroffen sind von diesen Ereignissen. Beispielsweise durch den Einsatz der Schweiz vor Ort. Wie gehen wir jetzt mit diesem Transitionsprozess um? Was tut hier die Schweiz? Das zeigen wir in dieser Ausstellung. Ein anderes Thema ist sicher auch die Migration aus Nordafrika, die hierzulande auch zur Diskussion führt. Und ein weiterer wichtiger Punkt sind die Vermögenswerte von diesen ehemaligen Machthabern wie Mubarak Ben Ali, die in der Schweiz liegen und wo jetzt darüber befunden werden muss, was damit passiert, wann, dass sie an wen zurückerstattet werden können. Das finden Sie im oberen Teil der Ausstellung und wir sind sehr froh, dass wir hierbei auch auf die Unterstützung von anderen Stellen zählen durften, beispielsweise durch die Abteilung Menschliche Sicherheit oder auch die Völkerrechtsdirektion vom EDA oder auch vom Bundesamt für Migration sowie auch das Staatssekretariat für Wirtschaft, das uns bei der Zusammenstellung dieser Inhalte tatkräftig auch unterstützt hat. Ganz herzlichen Dank dafür. Unser Hauptpartner, mit dem wir gemeinsam die Idee entwickelt haben, das Konzept erstellt haben, die Veranstaltung und diese Ausstellung realisiert haben, das ist das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, vertreten durch die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA. Ich freue mich, dass wir jetzt einen hohen Vertreter der DEZA hier auf der Bühne begrüßen dürfen zu einem Gespräch. Es ist Manuel Bessler. Er ist Botschafter, Vizedirektor der DEZA, Delegierter für humanitäre Hilfe und Chef des Schweizerischen Corps für humanitäre Hilfe. Herzlich willkommen im Käfigturm, Manuel Bessler. Danke sehr. Guten Abend. Merci. Bitte, danke. Ja, Herr Bessler, Sie sind noch nicht allzu lange bei der DEZA in dieser Funktion. Wo waren Sie eigentlich, als diese arabischen Revolten ausgebrochen sind? Was haben Sie da mitbekommen? Zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung. Wenn Sie einen Zürcher in den Käfigturm einlädt, dann geht er natürlich zuerst in den Zeitglockenturm. Darum bin ich ein bisschen zu spät. Aber zurück zum Thema. Da stellt sich die Frage natürlich, wann hat das angefangen? War das der tunesische Gemüsehändler oder war das genau vor 2 Jahren die Unruhen auf dem Tahrir Square? Ich war Herbst 2010 und dann auch 2011 in Pakistan, für die UNO dort, dazu mal noch, in einem ganz anderen Kontext und habe natürlich das schon mitbekommen, was da jetzt passiert in dieser arabischen Welt. Und sofort kommt die Überlegung, wäre das auch möglich bei uns, also dort eben in Pakistan. Und was ist denn das und wer ist denn da involviert? Das ist ja eine islamische Republik, oder? Und hat es da auch Reaktionen gegeben? Natürlich. Sure. Sofort gingen da die Antennen hoch. Und was machen unsere islamischen Brüder in Nordafrika? Aber das Verständnis auch bis heute, ja, was ist das eigentlich, dieser, ich habe nicht so gerne den arabischen Frühling, ich würde eher die gigantischen Umwälzungen, die ja bis heute anhalten und wir nach wie vor nicht wissen, in welche Richtung das geht. Ich würde es eher als solches bezeichnen. Und es hat mehr Fragen aufgeworfen, dazu mal schon, als irgendwie mindestens in Pakistan der Funken übergesprungen wäre. Ist natürlich ein ganz anderer Kontext, auch ganz anders aufgestellt, auch die Gesellschaft. Aber es wurde selbstverständlich bemerkt, es wurde selbstverständlich beobachtet und es kam sofort in die Diskussion.
war Ihnen so diese historische Dimension das Ausmaß dieser Umwälzung schon bald bewusst? Oder waren Sie auch völlig überrascht, was da in Gang kommt? Ja. Nein, das glaube ich, das wäre überheblich zu sagen, irgendjemand, das habe ich schon lange vorausgesehen und das war klar, was da passiert. Ich würde darum eher sagen, eben dieses vielleicht so ein Tsunami in Slow Motion, der sich da entwickelt hat und immer größere Wellen geworfen hat und eben bis heute noch nicht absehbar oder abschätzbar ist, wohin das führt. Was natürlich schon interessant war zu sehen, dieses Flächenfeuer, wie sich das ausgebreitet hat und eben wie verschieden in den verschiedenen Ländern sich das umgesetzt hat. Aber die historische Bedeutung, ich glaube, bis heute sind wir uns dessen nicht bewusst, nur dass es eine gigantische Umwälzung ist, die sämtliche Aspekte der Gesellschaft, eben sozial natürlich, wirtschaftlich, politisch, militärisch, beeinflussen. Das ist sicherlich inzwischen klar. Sie haben ja inzwischen eben auch den Ort und die Rolle gewechselt. Sie waren, glaube ich, etwa 20 Jahre im Ausland tätig, sind jetzt nach Bern zurückgekehrt und sind eigentlich von Bern aus in diesem Bereich aktiv. Wie ist diese Umstellung gelungen? In der Tat, ich war 20 Jahre im Ausland, hatte das große Privileg für verschiedene Organisationen, die IKK und dann die UNO, im Ausland tätig zu sein. Und dann kam diese Möglichkeit, hier zurück in die Schweiz zu kommen, das einerseits natürlich ein gewisser Kulturschock mit sich bringt, nicht von Pakistan nach Bern, nach Bundesbern, in die Bundesverwaltung zu kommen, ist schon eine andere Welt. Ging aber erstaunlich glimpflich, weil ich das große Privileg habe, mein Vorgänger sagte, du wirst die interessanteste Stelle, die der Bund zu vergeben hat, übernehmen dürfen. In dem Sinn läuft das relativ glimpflich bis anhin ab. Ich frage jetzt nicht, was einfacher war in Pakistan oder in der Bundesverwaltung, lassen das mal auf der Seite. Aber können Sie vielleicht, eben die Schweiz versucht jetzt auch diesen Transitionsprozess zu unterstützen, das ist aber ein Prozess, der eben noch in vollem Gang ist. Können Sie mal sagen, wie ist eigentlich die Schweiz schwerpunktmäßig engagiert in Nordafrika? Ja, es ist klar, dass eben dieser gigantische Tsunami, wie ich ihn nannte, nur angehbar ist oder dem zu begegnen ist, dem zu antworten ist, wenn man das, wie wir das sagen auf gut Deutsch, Whole of Government, also die verschiedenen Aspekte der Regierung. Und Sie nannten die Akteure, nicht? Da ist natürlich das SECO, wie die DEZA, wie die politischen Abteilungen, selbstverständlich das völkerrechtliche oder die völkerrechtliche Direktion ist auch nötig, da eine Antwort, eine umfassende Antwort entgegenzustellen und eben die verschiedenen Bereiche abzutasten. Und das hat uns, die Bundesverwaltung als solches, auch vor neue Herausforderungen gestellt. Wir, und Sie sehen, der Identifikationsprozess läuft schon, also wir arbeiteten und immer noch sehr so in Silos, also hier ist die humanitäre Hilfe und dann hier haben wir das Bundesamt für Migration und hier haben wir das SECO. Jetzt in Nordafrika, in einer so gewaltigen, gigantischen Umwälzung, geht es nicht anders, als zusammenzuarbeiten. Sehr bald hat der Bundesrat das erkannt, März 2011, hat er gesagt, wir müssen eine Strategie Nordafrika haben, die verschiedenen Aspekte dieser Umwälzungen oder dieser Umwälzung abdeckt. Und das hat uns dann gezwungen, zusammenzustehen und zusammenzuarbeiten und in dem Sinn auch Neuland für die Bundesverwaltung zu erkunden und neue Projekte zu entwickeln, die eben diese verschiedenen Aspekte abdecken. Und das ist in dem Sinn neu. Es werden hier in der Ausstellung auch einige Projekte näher beschrieben. Beispielsweise haben gerade Sicherheitsorgane, Polizei und so weiter bei der Bevölkerung viel Vertrauen verloren. Das muss jetzt wieder aufgebaut werden. Da gibt es auch Programme von der Schweiz, die unterstützt werden, nur um ein Beispiel zu nennen. Kommen wir aber vielleicht auch noch auf Ihren Bereich, die humanitäre Hilfe, zu sprechen. Was versteht man eigentlich genau unter humanitäre Hilfe? Was geht darunter? Danke für die gute Frage, das ist die beste Frage, einen Humanitären zu fragen. Was ist humanitär? Heute, und das ist leider so, kann sich jeder humanitär nennen. Wir haben eine Inflation von humanitären Akteuren.
Haiti, das Erdbeben in Haiti, auch der Tsunami 2004 hat eine Proliferation von humanitären Akteuren auf den Plan gerufen, die vielleicht gut motiviert waren, die vielleicht mit vielen Intentionen kamen, aber nicht humanitär, unbedingt humanitär arbeiten. Humanitär ist, und das ist nach wie vor so, basierend auf den humanitären Prinzipien, unabhängig, neutral und parteiisch. Und die Bedürfnisse und nur die Bedürfnisse, die humanitären Bedürfnisse vor Ort, sind unsere Leitlinie. Wir haben keine politische, militärische, wirtschaftliche Agenda. Wir betreiben nicht humanitäre Hilfe als ein Instrument auch der schweizerischen Außenpolitik. Wir sind ein Teil der schweizerischen Außenpolitik. Die humanitäre ist auch eine Politik. Aber wichtig ist die Unabhängigkeit. Wir helfen dem Land A nicht mehr als dem Land B, weil das Land A bessere Beziehungen hat mit der Schweiz. Wir helfen dort, A oder B, wo die Bedürfnisse sind. Eben bedürfnisorientiert. Und Ja, eben bei humanitärer Hilfe kommt natürlich immer auch Krieg in den Sinn, also die Folgen des Krieges zu lindern, helfen, diese Menschen zu versorgen, helfen. Es gab in Libyen einen Krieg, es gibt in Syrien einen Krieg. Was hat da die Schweiz konkret getan oder tut sie konkret? In der Tat, das Mandat ist relativ einfach. Leben retten und menschliches Leiden lindern. Entweder die sogenannten man-made Disaster, also eben kriegerische Auseinandersetzungen oder Naturkatastrophen. Heute ist in der Tat Syrien das große humanitäre Desaster. Dort kann die schweizerische humanitäre Hilfe auf drei Ebenen arbeiten. Erstens finanzielle Unterstützung unserer Partner, und da ist das IKK einer unserer großen Partner, die UNO-Organisationen. Da geben wir also einfach in Anführungszeichen Geld. Da unterschreiben wir Checks, da evaluieren wir Programme, die wir konkret unterstützen. Zweite Ebene ist das Zurverfügungstellen von Experten. Eine ganz tolle Sache, die die humanitäre Hilfe der Schweiz hat, ist das Schweizerische Corps der humanitären Hilfe. Das sind 700 Leute, Spezialisierte, Ärzte, Ingenieurs, Architekten, Wasserspezialisten, die man handgepickt für einen Einsatz einsetzen kann. Und HCR, also der Hochkommissar für das Flüchtlingswesen, braucht einen Siteplaner, also eine Fachperson, die mithelfen kann, ein Flüchtlingslager zu planen. Und nicht für 1.000, nicht für 10, für 40, 50.000 Leute. Da müssen Sie Architekten haben, da müssen Sie Leute haben, die Erfahrung haben. Da haben wir Spezialisten im Corps, die wir dann zum Beispiel eben dem HCR zur Verfügung stellen. Das sind jetzt im Land selber, in Syrien, ist das zu gefährlich im Moment? Heute oder? Nein. Ja. Da hat es keine Schweizer, die von uns, IKK natürlich schon, aber die von uns, von der humanitären Hilfe im Einsatz sind. Die schweizerische humanitäre Hilfe arbeitet rundherum, Syrien herum, in den Nachbarländern, wo ungefähr 60% unserer Hilfe für die Syrien-Krise geht, in die Nachbarländer. Das heißt Libanon, das heißt Türkei, Irak, auch Jordanien. Noch die dritte Ebene, die Direktaktion, also wo wir, das Schweizerische Corps für humanitäre Hilfe, selber Aktionen umsetzen. Beispielsweise Nordlibanon, da unterstützen wir Gastfamilien mit Geldbeiträgen, um denen zu ermöglichen, syrische Flüchtlinge nach wie vor in ihrem Haus, in ihrem Hof, in ihrem Zweithaus, im Untergeschoss, im Obergeschoss zu beherbergen. Um denen das zu ermöglichen, weil der Krieg, die Krise ist ja nicht erst seit gestern und wird auch nicht nur bis morgen gehen, sondern das ist seit März 2011 und auch am Horizont sehen wir keine politische Lösung. Da braucht es langer Atem, da braucht es Unterstützung auf all diesen drei Ebenen. Und da kann die schweizerische humanitäre Hilfe, obwohl präsent in Syrien selber nicht, aber rundherum auf diesen Ebenen arbeiten und helfen. Ich nehme an, als Delegierte für humanitäre Hilfe müssen Sie auch immer die Situation neu beurteilen. Worauf basieren dann Ihre Entscheidungen? Wann gehen wir, sind das vor allem Partner wie das IKRK oder worauf stützen Sie sich dabei ab? Wir haben 33 Büros weltweit. Entweder sind das nur in Anführungszeichen HH-Büros, also Büros der humanitären Hilfe, wie zum Beispiel in Jemen, oder dann sind das humanitäre, also Mitarbeiter der humanitären Hilfe integriert in einer Botschaft, oder dann ist das ein Büro der DEZA, wo die Entwicklungskollegen den Lead haben, also das Büro führen, wo wir der Junior-Partner sind. Diese Büros, diese Präsenz vor Ort gibt uns einen enormen Vorteil gegenüber
internationalen Kollegen, die eben dieses Außennetz nicht haben, die sind unsere Augen und Ohren vor Ort. Und die sagen, jetzt muss da geholfen werden. Dort sieht es aus, dass dieses Projekt in den Sand läuft. Dieses Projekt sollte besser unterstützt werden. Das sind unsere eben Fühler, die wir brauchen vor Ort. Und die mobilisieren natürlich auch die Zentrale. Und so muss auch die Zentrale hier, wir sind nicht in Bern, wir sind in Großkönitz, verstanden werden als Unterstützung des Feldes. Jetzt ist kürzlich auch noch ein neuer Konflikt ausgebrochen, nämlich in Mali. Wie sind diese Ereignisse im Zusammenhang mit den arabischen Revolten einzuordnen? Das würde ich, oder momentan so sehen, das sind eines dieser Aftershocks oder Nachbeben oder eben noch Ausläufer, in Anführungszeichen. Vielleicht entwickelt sich da eine eigene Dynamik. Das ist und ganz klar zusammenhängend mit eben dieser arabischen Umwälzung, die noch lange nicht aufgehört hat. Mali ist hineingezogen worden durch die, natürlich die Veränderungen in Libyen, die dort die Tuareg-Krieger freigesetzt oder freigestellt hat, die dann zurückgingen. Und das ist für uns sofort das Zeichen, Mali ist ein Schwerpunktland der Entwicklungshilfe. Dort muss man nicht umstellen, aber anpassen. Zum Beispiel eben jetzt wird die humanitäre Hilfe dort hochgefahren, werden eine Person in Bamako, der Hauptstadt, einsetzen, der uns hilft, auch mit den Entwicklungskollegen zusammen die Situation auch eben von der humanitären Seite anzuschauen. Sind denn dort jetzt so die hauptsächlichen Bedürfnisse der Menschen? Das ist natürlich die Vertriebenen. Sie haben in Mali selber große 1,4, glaube ich, Millionen Leute, die vertrieben sind, die Internal Displaced Persons. Das sind eben nicht Flüchtlinge, sondern das sind die IDPs. Die unterstehen nicht der Flüchtlingskonvention, die haben keinen rechtlichen Schutz. Die aber haben Bedürfnisse, die haben auch Haus und Dach und Familie verloren. Die brauchen Hilfe. Und dann auch die Richtigen, also in Anführungszeichen Richtigen, die Flüchtlinge, die eben nach Burkina Faso, nach Niger, nach Tschad, in Tschad geflohen sind, die müssen betreut werden. Und dort arbeiten wir momentan mit unseren multilateralen Partnern, eben wie der IKK, aber auch HCR. Was auch zeigt, dass sehr wichtig ist, dass die humanitäre Hilfe international vernetzt ist. Das Multilaterale ist mindestens so wichtig wie das Bilaterale. Da ist wichtig, dass wir auf diesen beiden Pfeiler stehen und unsere Hilfe verankern. Ich habe das jetzt relativ überrascht zur Kenntnis genommen, dass das in Mali so passiert ist. War das für Sie auch so oder ist das eher ein Gebiet, wo man uns erwarten konnte? Mali, Schwerpunkt lang der Entwicklungshilfe, war immer, sagen wir, für Überraschungen gut. Also ein sogenannter Fragiler, wie wir es in den Kontext. Und diese Fragilität hat sich jetzt natürlich erst recht gezeigt. Es ist sehr wichtig, dass man das beobachtet, dass man da immer am Puls bleibt. Eine große Sorge bereitet uns zum Beispiel auch Nigeria. Da sehen wir Potenzial für diese Fragilität, die sich da gegebenenfalls als Auswirkung von Mali oder eben auch als Auswirkung der internen Spannungen in Nigeria möglicherweise entwickeln werden und verstärken werden. Das heißt, dass man nicht einfach warten muss und bis die nächste Krise losgeht, sondern sich auch präventiv vorbereiten und dieses Netz von Außenbüros und Außenkontakten pflegen muss. Und Nigeria natürlich ein Riesenland. Also wenn's gigantisch, dort, ja. Sehen Sie, also wo steht jetzt, man spricht nicht mehr von arabischer Frühling, weil es längst auch ein arabischer Sommer, Herbst und Winter geworden ist daraus. Was ist so Ihr Gefühl, wie entwickelt sich das weiter? Ist da irgendwo der Höhepunkt mal überschritten oder grassiert das immer weiter in diesen Ländern? Das ist eine nicht ganz einfache Frage. Ich habe mich immer gefragt, wie einer, der jetzt vor 2 Jahren im Tahrir Square war und gegen Mubarak demonstriert hat, wie fühlt sich diese Person heute? Was hat diese Person mehr oder weniger? Ist das ein Erfolg gewesen, diese 2 Jahre? Ich glaube, es ist höchst fraglich, ob die Person zum Beispiel heute einen Beruf hat, ob sie heute ein geregeltes Einkommen hat, ob sie heute bessere Erfolgsaussichten oder Berufsaussichten hat, ob sie besser für ihre Familie tätig sein kann. Glaube ich nicht, da habe ich ein großes Fragezeichen und da glaube ich auch, ist sicherlich viel Enttäuschung, Frustration damit verbunden. Auf der anderen Seite
werden heute Themen diskutiert im ägyptischen Fernsehen. Das war unmöglich vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren. Es hat da schon ein Frühlingserwachen stattgefunden. Aber momentan vor allem so auf der intellektuellen Ebene, auf der politischen Ebene zu einem gewissen Grad. Aber ob das reicht, eben die Erwartungen, die gigantischen Erwartungen zu befriedigen, das ist das ist höchst fraglich. Ob diese Enttäuschung, die Frustration, die man spürt, die man ja auch sieht, befriedigt werden kann mit, ja, jetzt könnt ihr dafür über alles reden, oder es gibt Zeitungen der Opposition, oder ihr dürft auf die Straße gehen und gefährdet nicht euer und das Leben eurer Familie. Da bin ich nicht sicher. Das heißt, ich glaube, nein, wir haben das noch nicht gesehen, diese Wellen, die dieser Tsunami noch schlagen kann. In dem Sinne ist es auch wichtig, dass wir weiterhin flexibel und vorbereitet auf weitere Nachbeben oder weitere Wellen bereit sind, da zu reagieren. Vielleicht noch zum Schluss, was erhoffen Sie sich von dieser Ausstellung und diesem Programm hier als Mitveranstalter? Ich finde es eine sehr mutige Ausstellung, weil was zeigt man da vom arabischen Frühling? Und in dem Sinn finde ich die Broschüre toll, weil auch hier haben Sie zum Beispiel dieses Muster. Es kommt mir vor, wie früher als Kinder hatten wir diese Röhre, die wir reinschauen konnten, und wenn sie die drehten, hat sie das immer wieder verwechselt und gab wieder eine neue Konstellation. So sehe ich das auch. Der arabische Frühling oder die arabische Revolte, die ist noch nicht vorbei. Und da einmal ein bisschen einen Zwischenhalt zu machen, zu zeigen, was Ansätze sind, wie wir versuchen, das zu die positiven Auswirkungen zu unterstützen und dort den positiven Aspekt dieser Revolte dem Kraft zu verleihen, finde ich eben A, mutig, aber auch sehr wichtig. Und erhoffe mir in dem Sinne eine Sensibilisierung, was hier passiert. Weil das, wie eingangs gesagt, ist eine gigantische Umwälzung dieser Region, die wir heute noch nicht abschätzen können in all seinen Facetten. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Zusammenarbeit und für dieses Gespräch. Herzlichen Dank, Manuel Bester, vielen Dank. Die Vernissage ist gleichzeitig auch Auftakt zum Veranstaltungsprogramm. Das besteht aus 7 Abendveranstaltungen und 7 Veranstaltungen am Mittag. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein. Sie finden alles in diesem schönen Programmheft aufgelistet. Wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit zu reservieren. Für Schulklassen gibt es ein Spezialprogramm, 2 Spezialprogramme. Sie können einerseits sich bei der DEZA melden und einen begleiteten Ausstellungsbesuch an fordern, sei es mit jemandem aus der Verwaltung, einem Spezialisten, oder sogar mit jemandem externen, der die DEZA vermittelt. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass Schulklassen an einem Workshop vom Bundesamt für Migration teilnehmen, nämlich zum Thema Asylverfahren. Also wie läuft das eigentlich ab, wenn jemand in die Schweiz kommt? Wie kommt man zu einer, wie geht eine Anhörung? Wie kommt man zu einem Asylentscheid? Das ist sicher eine eindrückliche Sache. Dann, Sie haben es auch gesehen, dass unser Café Karama, das lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Es ist sogar bedient während ein paar Tagen, nämlich am Mittwochmorgen, am Donnerstagmorgen und am Freitagnachmittag können Sie ein bisschen vertiefen, auch was wir hier zeigen. Es ist übrigens, das sind richtige Verwandlungskünstler, es ist das Restaurant Domino, das Café eingerichtet hat und uns jetzt dann gleich auch mit arabischen Köstlichkeiten verwöhnen wird. Ich muss sicher aufpassen, dass ich jetzt dann mein Büro nicht gleich in den 3. Stock im Käfigturm verlege. Bevor wir schließen, ist natürlich noch etwas ganz Wichtiges zu tun, nämlich allen ganz herzlich zu danken, die irgendetwas zum Gelingen dieser Ausstellung beigetragen haben. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an André Marti und an Eliane Blumer. André Marti scheint sich schon davongeschlichen zu haben. Mit ihnen zusammen haben wir das Konzept erstellt und haben wirklich ganz eng zusammengearbeitet für diese Karama-Geschichte. Dann auch ein herzliches Dankeschön geht an das Szenografenteam, einerseits Peter Auchli, dann auch, jetzt ist der André Marti da.
Peter Auchli. Hat die Szenografie gemacht, zusammen mit Cyril Nusko und Jean First. Wir haben deren Nerven in der letzten Woche ein bisschen beansprucht. Wir hatten ein bisschen wenig Zeit für diese Ausstellung. Entsprechend war auch der Druck groß, hier das alles zu programmieren, aufzubauen und umzusetzen. Also Ihnen ganz herzlichen Dank auch für Ihre Nerven, die Sie bewiesen haben. Ein Dank geht auch an Christian Minke. Das ist ein Künstler und Fotograf. Eigentlich sollte man ihn gut sehen, wenn er hier steht, weil er ist sehr groß. Er hat einen Tisch, einen Büchertisch im ersten Ausstellungsraum. Er war vor genau 2 Jahren in Kairo, als diese Proteste ausgebrochen sind, hat sich dann entschieden, nicht einfach wegzureisen, er ist deutscher Staatsbürger, sondern dort zu bleiben und eben diese Ereignisse fotografisch zu dokumentieren. Und was dort eindrücklich zu sehen ist, ist, dass eben dieser arabische Frühling auch eine sehr brutale Seite hat, also die Gewalt, die auch von den Sicherheitsorganen zur Anwendung kam, das ist dort sehr eindrücklich zu sehen. Also auch ihm ganz herzlichen Dank dafür. Sein Buch übrigens, Power to the People, können Sie auch dort beziehen. Dann ein weiteres Dankeschön geht an die Schreiner-Equipe vom Zeughaus Thun. Einmal mehr haben sie uns mit ihren Arbeiten unterstützt. Und auch einmal zu sagen ist ein ganz großes Dankeschön an die Bildagentur Keystone. Also die unterstützen uns jetzt schon fast seit Anbeginn mit ihren Bildmaterialien. Das ist für uns sehr, sehr wertvoll. Wir sind immer bestrebt, als Bundesorganisation sehr haushälterisch mit ihren Steuern umzugehen. Deshalb wissen wir deren Beitrag enorm zu schätzen. Und dafür möchte ich mal auch ganz herzlich bedanken. Bevor ich schließe, noch ein Hinweis auf die Webseite zur Ausstellung www.karama.ch. Dort gibt es jetzt auch Blogs von Leuten vor Ort, nachzulesen, was in diesen Ländern geschieht. Wer mal eine Veranstaltung verpasst, der kann auf diese Seite gehen. Wir wollen jetzt da unsere Veranstaltungen auf Video aufzeichnen und dann ins Netz stellen, können Sie dort also nachsehen. So, damit hätte ich es. Ich wünsche Ihnen einen stimmungsvollen Abend mit den arabischen Spezialitäten vom Restaurant Domino und mit der Musik von Samir Essabi und seiner Band. Ganz herzlichen Dank. Applaus